Herr Abgeordnete, erstmal vielen Dank, Herr Minister, für die umfassende Darstellung der geschlechterspezifischen pädagogischen Arbeit. Ich muss da noch mal an Worte von Detlef Lindner anschließen. Er hatte gesagt, wir wissen alles. Ich kann es ergänzen, und darum tun wir bereits alles und haben auch die Lösung. Und insofern denke ich mal, der Minister hat ja eindrucksvoll vorgestellt, was es bereits alles gibt. Er hat auch die gesamten gesetzlichen Grundlagen genannt, die jetzt schon eigentlich regeln. Aber, meine Damen und Herren von den Linken, eins muss ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Alle noch so gut gemeinten Regeln sollen im Alltag und im Schulalltag auch umgesetzt werden. Auch darauf hat der Minister hingewiesen. Und ja, ein bildliches Zitat: Wir sind schneller dabei, unsere neuen Spielregeln einfallen zu lassen, als der Spielfluss es ertragen kann. Und daran müssen Sie auch denken. Die Lehrerinnen und Lehrer sollen dieses umsetzen. Und wenn wir immer neue Ideen und immer neue Vorgaben ihnen auferlegen, dann wird es schwer, im Schulalltag diese auch umzusetzen. Und da hat der Minister eindeutig noch mal gesagt, und das unterstütze ich auch, wir sollten uns von einigen Regeln verabschieden und lieber darüber nachdenken, wie wir das alles in der Praxis umsetzen können. Und ein letzter Punkt: Der Schwerpunkt der Ausbildung der Erzieherinnen und Lehrer, nämlich Pädagogik, ist thematisch umfassend erschöpfend vorgegeben. Und besonders geschlechterspezifische Aspekte sind Mittelpunkt dieser Pädagogik. Wollen Sie, meine Damen und Herren von den Linken, in Abrede stellen, dass unsere Erzieher und Lehrer im Land Mecklenburg-Vorpommern nicht umfassend ausgebildet werden? Stellen Sie die Fachkräfte in Frage. Dankeschön. Wir werden Ihren Antrag ablehnen.